Christoph Schulte von der Polizei Köln, Pressesprecher. Die Neumarkt Galerie ist umzäunt mit weißem Zaun. Polizeibeamte sind hier mit Waffen reingelaufen. Die Alarmanlage lief. Was machen Sie hier? Ja, wir sind hier mit rund 500 Einsatzkräften heute. Wir haben die Neumarktgalerie und den Bereich davor abgesperrt. Vom Übungsszenario her hat es mehrere Notrufe bei der Polizei und Feuerwehr gegeben. Es wurde von Schüssen, von Verletzten gesprochen und wir stellen das Ganze jetzt hier nach und üben praktisch, was wir an taktischen Einsatzkonzepten bereits vorliegen haben. Aber nur die Polizei, nicht die Feuerwehr oder der Rettungsdienst übt heute nicht mit. Also es ist eine Übung der Polizei. Allerdings beteiligt sich die Feuerwehr bzw. der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen an der Übung, weil auch da in einer Echtlage natürlich die Kommunikation sehr wichtig ist und der Rettungsdienst in so einer Lage natürlich auch vor Ort wäre. Was passiert danach? Wird das ausgewertet? Gibt es da Menschen, die das kontrollieren, was sie hier tun? Oder gibt es dann ein Feedback an die Beamten? Wie ist so der weitere Ablauf geplant? Wir wollen die Ergebnisse hier zusammentragen. Es gibt auch eine Foto- und Videodokumentation. Und nachdem wir das alles ausgewertet haben, wollen wir natürlich gucken, an welchen Stellen funktioniert es sehr gut, an welchen Stellen muss vielleicht noch ein bisschen was verändert werden und wollen dann unsere Konzepte damit verbessern und weiter anpassen. Das war Christoph Schulte von der Polizei Köln vor der Neumarktgalerie, wo die Polizei Köln heute übt. Herzlichen Dank. Gerne.